Zeit gegrüßte Kochenthusiasten und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Heute kümmern wir uns mal um die Personen, die gerne Kaffee haben und zwischendurch bei dieser Hitze auch mal einen kalten Kaffee trinken möchten. Wir machen heute drei verschiedene Eiskaffees. Dabei zeige ich euch eine Variante, wie man es vegan macht. Man kann es natürlich auch ganz normal mit Milch machen, aber das spielt ja in diesem Sinne keine Rolle. Ich würde sagen, wir legen los. Für die drei verschiedenen Kaffeesorten oder Eiskaffees nehmen wir einmal Instant-Kaffee. Dann brauchen wir Mandelmilch oder normale Milch. Dann habe ich hier einmal Karamell, Soße, Schokoladeneis, das Kokoseis von letztes Mal, ein bisschen Kakaopulver, Banane, Zitrone und ein bisschen Vanillearoma sowie ein wenig Zimt. Ich würde sagen, wir beginnen als erstes mit dem Kokos-Bananen-Eiskaffee und danach machen wir einen nach dem anderen und zum Schluss testen wir die drei kurz. Nun starten wir mit dem ersten. Für das geben wir alles in die Mandelmilch. Ich habe jetzt hier gesüßte Mandelmilch genommen, damit man keinen Zucker mehr beigeben muss. Dann kommt der aufgerührte, kalte, wichtig sehr kalter Kaffee mit dazu und dann noch die halbe Banane. Als nächstes mixen wir das Ganze. So, nach ganz kurzem Mixen sind wir bereits fertig mit dem ersten. Jetzt kommen noch ein paar Eiswürfel dazu. Dann geben wir den Kokos-Bananen-Eiskaffee mit rein und dann können wir den ersten schon genießen. Schon ist das Ganze fertig. Wer mag, kann jetzt auch oben ein bisschen Rahm mit drauf geben und es schön ausgarnieren. Aber ich würde sagen, hier haben wir doch schon mal einen richtig geilen Eiskaffee gemacht. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und begeben uns zu Nummer 2. Für den zweiten Eiskaffee brauchen wir nicht viele Zutaten. Der ist ziemlich einfach zu machen. Ihr müsst einfach darauf achten, wenn ihr Zimt mit reingebt, dass ihr den Zimt, bevor ihr das Eis mit reingebt, vermixt, weil ansonsten klumpt euch das Ganze. Also, als erstes geben wir ca. 2 Teelöffel vom Instant-Kaffee mit rein. Dann kommt die Mandelmilch in diesem Fall dazu. Wer mag, könnte jetzt noch ein bisschen Zucker, Agavendicksaft oder sonst was, was süß ist, mit reingeben. Dann kommt ca. 2 Teelöffel von der Salted Caramel-Soße mit rein. Das bringt ja schon genug Süße. Wer mag, kann auch ganz wenig Vanille. Das ist jetzt 100%iges Vanilleextrakt. Da müsst ihr vorsichtig sein. So ein Tropfen reicht für das Ganze. Und eine kleine Prise. Nicht zu viel, weil sonst wird es zu intensiv. Dann mixen wir das Ganze mal kurz auf. Fertig ist das Ganze bereits. Ein paar Eiswürfel mit rein. Und übergießen die Eiswürfel mit dem frischen Eiskaffee. Und so sieht der Ganze aus. Schmeckt ziemlich lecker und ist nicht so süß. Also auch hier wieder eine geile Alternative, die man vegan machen kann oder auch mit normaler Milch. Das spielt bei allen drei keine Rolle. Ich würde sagen, dann starten wir nachher gleich mit der Nummer 3. Nun machen wir den letzten Eiskaffee. Für das brauchen wir Schokoladeneis, ein bisschen Milch, ein wenig Schlagsahne, ein Glas und ein heißer Espresso. Um zu starten, stechen wir jetzt eine Kugel Eis aus und geben sie hier mit rein. Und drücken sie ein bisschen nach unten. Ich würde sagen, wir geben sogar noch eine zweite, weil es ein relativ großes Glas ist. Auch hier, dann geben wir die Milch rein. Einfach ein bisschen.
und danach kommt obendrauf der Kaffee. Geben wir jetzt ein bisschen Rahm drauf, schäumen wir das Ganze mit ein wenig Kakaopulver. Und fertig wäre das Ganze. Was meint ihr dazu? Würdet ihr den auch gerne trinken? Ich glaube schon. Nun sind wir fertig. Ihr seht ja die drei verschiedenen Eiskaffees. Ich hoffe, einer davon konnte euch inspirieren, auch mal einen zu machen. Das ist ja nicht schwer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich und meine Frau kümmern uns jetzt um diese Eiskaffees. Ich hoffe, wir können heute Nacht noch schlafen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.